Das Wort Ashirku oder Ashirka in der arabischen Sprache linguistisch bedeutet sowas wie Anteilhabe an etwas, Partnerschaft, Beteiligung. Das sind alles Bedeutungen des Wortes Ashirk. Deswegen nennt man auch die Firma eine Zusammenkunft von mehreren Menschen für eine, aus geschäftlichen Zwecken, wenn die sich zusammenschließen, nennt man Sharika. Sharika. Weil jeder von ihnen einen gewissen Anteil hat und sich beteiligt. Das Wort deutet also auf eine Vermengung, von mehreren Personen oder Zusammenspann verschiedener Dinge. Man kann daher sagen, auch anders ausgedrückt zusammengefasst, dass das Wort Ashirk aussagt, dass etwas ohne Vorbehalt zwischen zwei oder mehreren Personen aufgeteilt ist und keinen von ihnen alleinig zusteht. Das ist die allgemeine Bedeutung des Wortes Ashirk. Das Wort Shirk im koranischen Kontext, in der Scharia, bedeutet Anspruch für sich selbst, Ansprüche für sich selbst oder für andere auf etwas der Besonderheiten Allah Ta'alas zu erheben. Ansprüche für sich selbst oder für andere, außer Allah Ta'ala, auf etwas von den Besonderheiten Allah Ta'alas zu erheben. Diese Definition ist umfasst das Vergleichen Allah Ta'alas mit seinen Geschöpfen oder das Vergleichen der Geschöpfe mit Allah, weil hier in diesem Fall erhebt er ja Ansprüche für diese Geschöpfe auf etwas, das eigentlich nur Allah Ta'ala zusteht. Ebenfalls gehört dazu das Absprechen seiner Besonderheiten, die zu negieren, das Gleichsetzen der Geschöpfe mit Allah in einer oder mehrerer dieser Besonderheiten. Oder das Widmen von den Ibadat an andere als andere Instanzen als Allah Ta'ala, denn auch in diesem Fall wurde eine Besonderheit, die nur Allah Ta'ala zusteht, oder Ansprüche dafür, anderen zugeschrieben. Na, Ibn Taymiyyah rahimahullah Ta'ala sagt diesbezüglich, er sagt, Ash-Shirk in kana shirkan yakfuru bihi sahibuhu wa huwa naw'an. Shirkun fil ilahiyya wa shirkun fil rububiyya. Der Shirk, sollte es sich um eine Form handeln, durch die der Betroffene aus dem Islam austritt oder in den Kufr verfällt, ein Kafir wird, er sagt, dieser hat zwei Arten. Shirk in der Ibadah und Shirk in der Rububiyya. Shirk in der Rububiyya.